Adler, viele sind Wappentiere, viele sind heraldische Symbole, viele sind Machtfiguren in den Staatswappen der Länder. Wir machen einen kleinen letzten Ausflug nach Amerika. Der Weißkopfseeadler, nichts Besonderes, der kommt ganz häufig vor. Der war nie bedroht, vom Golf von Mexiko bis Alaska. Man sieht ihn in jedem Zoo, in jeder Falknerei herumsitzen. Unser ist 21 Jahre alt. Hört jetzt mal da. Spannweite von 3 Metern, ein Gewicht bis zu 15 Kilogramm ist er der größte Vertreter aller Greifvögel. Münzgeier ist ein Vogel, der auch zur Not Beute greifen kann, bis zur Größe eines Murmeltiers, ansonsten sind sie ausschließlich Aasfresser und haben eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen, die Aufgabe als solche Polizisten. Den holen wir jetzt mal herunter. Na, guck dir das an. Wir haben Füße zum Laufen ausgebildet. So, sit down please. Der Gänse- oder Weißkopfgeier sind so die häufigsten, die man in Europa heute noch findet. Man findet sie in Balkanländern, man findet sie in französischen Pyrenäen, spanischen Nationalpark kann man heute. Der Kaiseradler Weibchen, das ist ein anderer, der ist doppelt so groß. Verliert's, der Geier hat das gesehen. Der lebt von dem, was andere übrig lassen. Das ist seine Aufgabe. Der hat es heute sehr, sehr schwer, der Geier. Wieder auf mich zukam. Weil für Geier fällt so gut wie nichts mehr ab. Auch das Kaiseradler Weibchen steigt jetzt und versucht sich da höher hinauf. Volle Pulle. Aber die sind voll lieb. Willst du nicht? Hast du noch mehr? Die Klorne. Willst du auch mal anfassen? Die Mu.
Bild von uns da machen. Kannst du mich warten? Wind.
ich noch die Knochen. Video. Regenurlaub.